Auf dem Weg zur Uni, schreibe jetzt gleich meine erste Klausur in Medienanalyse. Ich bin echt gespannt, was das wird. Also ich fühle mich eigentlich sehr gut vorbereitet, aber man weiß ja nie, wie die Professoren die Klausuren dann am Ende so stellen. Ich filme jetzt auch gerade nur mit dem Handy, ich habe jetzt meine Kamera nicht extra mitnehmen wollen und melde mich dann, wenn ich später fertig bin mit der Prüfung. Ich bin jetzt wieder zurück zu Hause. Ich finde, die Prüfung lief heute echt ganz gut. Also ich bin zufrieden mit dem, was ich so gewusst habe und ich denke, zum Bestehen soll es auf jeden Fall Minimum gereicht haben. Und ja, ich gehe jetzt gleich noch mit Josie Gassi. Mein Vater kommt auch mit. Wir wollen mit ihr dann gleich noch in den Café und einen Kaffee trinken, vielleicht noch Kuchen essen. Ich muss mal schauen wegen veganen Optionen. Und ja, dann wird heute Abend weitergelernt für die nächste Prüfung am Mittwoch. Aber jetzt mache ich erstmal einen entspannten Nachmittag, verbringe ein bisschen Zeit mit Josie. Und ja, mein Vater ist heute auch noch mit hier, habe ich glaube ich gerade schon erwähnt, weil er mir noch ein bisschen bei den Wohnungssachen hilft. Ich habe jetzt auf jeden Fall endlich auch gescheite Lampen hier an der Decke. Also hier wurden so LED-Spots verbaut. Dem Projekt hat sich mein Vater heute gewidmet. Und im Flur, also die sind hier übrigens so zwei- und dreifach geschalten. Also es sind zwei verschiedene, wie nennt man es, Schalter, die man da benutzt. Und dann habe ich noch hier im Flur jetzt einen Lampenschirm. Der hat auch noch gefehlt. Ich hatte den nämlich bei IKEA erst in der falschen Farbe mitgenommen, also in Grau. Und jetzt ist der hier in Weiß angebracht worden. Da bin ich jetzt auch froh, dass es abgehakt ist. Am Wochenende war ich jetzt noch bei meinen Eltern, habe da noch ein bisschen gelernt. Ich kann mich da mal ganz gut konzentrieren. Erstens habe ich da einen größeren Schreibtisch als in meinem alten Kinderzimmer. Und irgendwie, ich weiß nicht, hier zu Hause lasse ich mich halt super leicht ablenken, wenn ich irgendwie da noch Haushalt machen kann, wenn ich das noch machen kann. Dann muss ich natürlich auch selber kochen. Von dem her bin ich da eigentlich immer ganz gerne, wenn ich jetzt irgendwie viel geschafft bekommen möchte. Wir machen uns jetzt gleich los in die Stadt. Ich glaube, die Josie freut sich jetzt auch, die war noch nicht so viel draußen. Sie war ich den ganzen Tag mit meinem Vater in der Wohnung hier vormittags. Übrigens, dieses Spielzeug hier, dieses rosane, das hat sie von ihrer Hundesitting-Familie, von der Tochter bekommen. Die hat sie jetzt zu Weihnachten geschenkt, das finde ich total süß. Und es hat auch seitdem durchgehalten. Also zwischendurch fand sie es mal ein bisschen uninteressant, dann habe ich sie da weggetan. Jetzt habe ich sie heute Morgen wieder gegeben und jetzt findet sie es auf einmal wieder toll. So, wir sind zurück von unserem kleinen Stadtausflug. Mein Vater ist auch direkt jetzt wieder heimgefahren. Und ich bin jetzt wieder allein mit der Josie. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch den ganzen Abend lernen, solange wie ich Motivation habe. Aber ich bin jetzt relativ entspannt. Es war echt mal schön, jetzt den Nachmittag rauszukommen. Und ja, mal ein bisschen den Kopf frei zu bekommen, auch nach der Prüfung. Ich habe auch gerade mal meine Lampen hier schon mal angemacht. Und ich finde, das Licht ist echt gut. Also ich weiß nicht, wie es so auf der Kamera rüberkommt. Ich habe jetzt auch nur die rechte Hälfte angemacht. Aber ich glaube, das ist echt hell genug. Und ich musste auch nichts mehr zum Dimmen oder so kaufen. Die Josie bekommt jetzt Abendessen. Sie hat auch schon Hunger, wie man sieht. Ja, Maus. Ein bisschen muss ich gedulden. Und ich wollte euch dann mal kurz was zeigen. Und zwar gebe ich Josie seit kurzem Nahrungsergänzungsmittel mit in ihr Futter. Ich habe jetzt hier welche von Hund Pur. Die habe ich jetzt schon ein paar Wochen getestet. Und die vertragen beide Hunde super. Also Jack kriegt auch welche. Die sind aber logischerweise bei meinen Eltern. Was ich jetzt schon länger gebe, ist dieses Haut und Fell. Das sind so kleine Pellets. Ich zeige das gleich nochmal genauer. Und seit 2, 3 Wochen kriegt sie jetzt hier auch noch was für die Gelenke. Finde ich auch super wichtig. Hund Pur achtet wirklich sehr stark darauf, was in die Produkte kommt. Das heißt, sie achten darauf, dass wirklich das Maximum an natürlichen Zutaten und keine unnötigen Füllstoffe, Zucker oder Aromen verwendet werden. Ich habe jetzt schon mehrere Firmen aus dem Bereich getestet und kann daher auch einen Vergleich ziehen. Mich überzeugt da einfach das Gesamtkonzept der Firma und vor allem sieht man auch schnell Ergebnisse. Josie kriegt ja jetzt, wie gesagt, seit ein paar Wochen das Haut und Fell und sie hat da einen richtig schönen Glanz im Fell bekommen. Das ist mir mal zufällig beim Gassigehen aufgefallen. Ich denke auch gerade für Hunde aus dem Tierheim eignet sich das super oder eben generell, wenn ihr den Haut- und Fellstoffwechsel von eurem Hund unterstützen wollt. Außerdem kriegen beide Hunde noch eine Unterstützung für die Gelenke. Die beiden haben einen sehr aktiven Alltag und das ist mir super wichtig, gegen Gelenkkrankheiten im Alter vorzubeugen. Und ich weiß auch, dass es, wenn man es dauerhaft gibt, teuer werden kann. Daher gebe ich es den Hunden jetzt auch nicht jeden Tag. Also ich finde halt, ein bisschen Vorsorge ist immer noch besser als gar keine Vorsorge. Gerade halt, wenn man Hunde hat, die sehr aktiv sind, sowas wie Agility machen, viel joggen und laufen gehen. Überzeugt euch gerne selbst. Ich habe auch noch einen Rabattcode bekommen. Kim20 heißt der. Damit könnt ihr sogar noch 20% sparen und die Produkte günstiger testen. Thank you.
sing, I know what is best for us too.